Mirko, du übersetzt jetzt ein von Barbara und Bernhard geführtes Interview live in die Gebärdensprache. Ich darf euch drei jetzt dorthin bitten. Und zwar, Bernhard, du bist ein Medium und kannst mit verstorbenen, prominenten Persönlichkeiten kommunizieren. Und deswegen frage ich Sie natürlich hier im Saal, mit welchen verstorbenen Prominenten soll Bernhard denn jetzt Kontakt aufnehmen? Elvis. Frank Sinatra. Einstein. Marilyn Monroe. Mosamer. Da hat man so. Marilyn hatten wir. Elvis, Mosamer. Elvis, Mosamer. Es kam, ich glaube, wir nehmen mal Mosamer. Das kam sehr oft. Elvis lebt ja noch. Das so, Elvis lebt sowieso. Und bei Mosamer, ne, wir haben ja nie so richtig rausbekommen, was da passiert ist. Also, ich freue mich jetzt auf dieses sehr schöne Interview mit Bernhard, unserem Medium. Und mal sehen, was Mosi so sagt. Hallo, liebe Zuschauer. Wir sind heute wieder zurück bei unserer Sendung Engel. Heute bei uns Herr Dr. Ober. Unter Haber. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind. Erzählen Sie uns doch von Ihren Gesprächen mit verstorbenen Prominenten. Ich beschäftige mich schon seit sehr langer. Mit langer Zeit mit dem Kontakt zu Verstorbenen, wie auch immer sie umgekommen sind, ob erhängt, erschossen, von einem Turm gesprungen. Allerdings habe ich bei Herrn Mooshammer Kontaktschwierigkeiten gehabt. Warum? Nun, ich habe, wie ich das immer mache, erst einmal Kontakt aufgenommen. Ich wollte telefonieren, mental telefonieren. Vielleicht hätten Sie ihn am Hauptbahnhof antreffen sollen. Dachte ich zuerst auch, aber für Mooshammer war der Zug schon abgefahren. Oh, scheiße! Während ich da stand, mir war kalt, meine Füße waren wie Eis gefroren. Nahm ich meine Hände an den Kopf und rief. Ich rief laut und vernehmlich. Und als Antwort bekam ich nur ein kleines, klägliches, schüchternes Wow, wow. Es war Daisy. Daisy? Ja. Daisy. Können Sie auch mit Hunden sprechen? Ich kann sowohl mit Tieren als auch mit Menschen sprechen. Hunde sind sehr einfach. Schwer dagegen sind Paviane. Was mich erstaunte, Wenn die mich hörte, und es warf mich um Jahre zurück, dass ich ja mit einem Verstorbenen sprach. Und in dem Moment wurde mir klar, es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Gestorben war nicht Mooshammer, gestorben war Daisy. Das bricht mir das Herz. Ohne euch gegangen? Nein!
eine klitzekleine Pause gefüllt mit bunten Botschaften. Und das Schönste, wir sind gleich wieder da.